Hallo liebe Leute, ich hatte eben schon mal aufgenommen mit zwei Kameras. Beide Kameras Ton aus. Ich habe den Film gemacht, der Ton war aus. Ich weiß es nicht. Es kommt mir wie Sabotage vor. Okay, ja, bei uns ist Gewitter, vielleicht hat es damit zu tun. Aber ich habe in der letzten Zeit immer ein bisschen Pech damit, wenn ich einen Film mache. Ich mache sogar testweise eine kurze Sequenz, alles in Ordnung, Ton ist da, alles okay. Dann schalte ich um, schalte ein, nehme den Film auf, Ton aus. Sabotage. Meine Filme werden eh gesperrt. In YouTube eh gesperrt. Facebook bin ich auch gesperrt. Ja, Wahrheit will man nicht hören. Okay, wo fange ich denn heute an? Ich bin vorhin richtig in Regen gekommen, in Gewitterregen. Aber ich will es nicht zu lange machen. Ich habe bei meinem letzten Film habe ich mal die Kommentare offen gelassen. Leute, was da für Kommentare kommen. Ja, es haben nur knapp 700 Leute den Film gesehen. Die Überschrift war nicht spektakulär genug. Ja. So, dann waren so 30, 40 Kommentare, die waren bösartig, nicht alle die Hälfte. Bösartigste Sachen. Ich habe gar nichts anderes gesagt, wie dass der Lockdown kommt. Das ist ja am 30.8. ist ja bekannt, weil dann am 20. Juni schon beschlossen wurde und an die Bürgermeister gegeben wurde. Und es ist ja nicht meine Idee, den Lockdown zu verkünden, sondern das ist ja ganz öffentlich gemacht worden über die Bürgermeister. Ein Bürgermeisteramt in Hessen, da hat einer geplaudert. Und dadurch kam das raus. Weil die Bürgermeister dürfen alle nicht reden, ja, sonst sind sie ihre Jobs los. Also am 30. Und ich habe dann gesagt, wenn der Lockdown kommt, ihr wisst das ja, Klopapier alle, Konserven alle. Dann habe ich eine Lösung für euch. Ich kann euch ein Notpaket präsentieren. Das sind wichtige Lebensmittelprodukte, also Dosen, Fleisch, Fisch, was man so alles braucht. Vielleicht auch Dosenbrot, vielleicht auch Nudeln, Reis. Alles, was man so braucht, kommt in dieses Paket, also ein Notpaket. Und dieses Notpaket werde ich euch zusenden per Post. Ihr könnt das bei mir bestellen. Natürlich kriegt ihr eine Auflistung. Ihr könnt auch auswählen. Es sind 10 verschiedene Pakete. Könnt ihr auswählen. Das möchte ich haben, das möchte ich haben. Aber man kann nicht 10 Pakete auf einmal bestellen. Höchstens eins oder zwei. Oder verschiedene aus dem Sortiment, damit da nicht ein schwunghafter Handel gemacht wird. Das soll ein Notpaket sein. So, und dann haben die mir da böse Sachen reingeschrieben, bösartigste Sachen. Ich kann nur sagen, ich kenne kein anderes Volk, das so ist. Ich kenne kein anderes Volk. Ich war schon überall in der Welt. Ich kenne so ein Volk nicht, das so bösartig reagiert. 600.000 Nachbarschaftsprozesse, weil der Frosch quakt oder sowas. Ja. Das so, solche Bösartigkeit, weiß nicht, wie das entsteht, woher das kommt. Ich weiß es nicht. Okay, was will ich euch sagen? Ach so, Oliver Jarlich hat einen tollen Film heute gemacht. Ich bin ja bei Facebook gesperrt mal wieder. Ich kann meinen Film im Augenblick dort nicht präsentieren. Bin bei Telegram. Volker Schäffler bei Telegram. Volker Schäffler zusammenschreiben, ohne Leertaste. Dann kann ich euch aufnehmen in meine Gruppe. Ja, Leute, Oliver Janich sagt, 228 Leute sind in Deutschland in den Kliniken. In allen Kliniken sind nur 228 Leute mit Corona-Verdacht. Und wir wissen, die Bild-Zeitung hat ja geschrieben, jeder zweite Test ist falsch. Also sind da ist die Hälfte schon mal unnötig in der Klinik.
Da sind nur 100 und noch was. Also Mathematik müsste selbst ein Taschenrechner nehmen. Unsere Minister, die sind ja auch nicht geeignet für irgendwas. Da hat ja auch keiner eine Ahnung. Die können ja auch nicht rechnen. Die für diese Sachen sogar zuständig sind. Also sind alle unfähig, kann man sagen. Okay, also, er sagt, 228 Leute sind in Kliniken, in allen Kliniken verteilt, 228 nur, bei 82 Millionen. Ja, das ist ja traurig. Und der Lockdown kommt, ja warum? Weil ein Präsident eines Landes hat jetzt geplaudert. Man hat ihm erst 90 Millionen geboten, dass er den Lockdown macht. Dann hat man ihm 900 Millionen geboten. Und andere Länder hat man zig Milliarden geboten. Okay. Heute habe ich zum Beispiel, ja, wer hat das Geld genommen? Der Präsident hat es nicht genommen, er hat es veröffentlicht. Und jetzt wird er bekriegt. Ja, das ist ja logisch. Er zerstört die Illusion, dass man mit nichts Billionen verdienen kann. Diese Illusion ist jetzt geplatzt. Und Leute, jetzt geht es weiter mit meinen Paketen. Wenn jetzt der Lockdown kommt, ich weiß, dass er kommt, dann mache ich diese Pakete, aber ich gebe euch noch einen neuen Film, wo die Artikel benannt sind. Und ihr könnt mich auch anschreiben, schaeffler-folger@web.de. Denn wer diese Pakete haben möchte, der muss sich bei mir kostenlos erstmal registrieren. Und dann gibt es eine Liste von 1 bis 100. Ich weiß nicht, wie viele so ein Paket möchten. Und wer eben sich zuerst angemeldet hat, der kann zuerst ein Paket bestellen, bekommt es zuerst. Wenn 10 Pakete gemacht sind, dann dauert das halt, bis die nächsten 10 kommen. Es muss alles gepackt werden und verschickt werden. Heute habe ich gesehen, bei Telegram hat einer ein Notpaket angeboten. Nein, ein Notkoffer. Notkoffer. Ein Notkoffer angeboten für 269 Euro. Da waren auch nur Dosen drin und Pipapo und vielleicht Pflaster und was weiß ich noch. Ich muss es nochmal angucken in Telegram, was da alles drin war. Das gibt es natürlich alles bei uns auch. Natürlich nicht zu diesem horrenden Preis. Unser Höchstpreis ist 49 Euro für ein Paket mit mindestens 20 Teilen drin. Aber ich werde das alles noch im Detail auflisten. Ja, liebe Leute, es ist etwas richtig los in der Welt durch Korruption, unendliche Korruption. Ach, der Spahn hat übrigens eine 4 Millionen, nicht verkehrt sagen, eine 4,2 Millionen Villa gekauft. Ja, sein Spezi, sein Ehemann, der ist ja, glaube ich, die Frau, ich weiß nicht, Ehemann, der ist bei Burda in der obersten Spitze drin, mit Fokus und so weiter. Die pushen das richtig hoch. Ja, das ist alles eine Inszenierung, Leute. Es ist heftig. Ja, was will ich sonst noch sagen? Schaut bei Telegram rein, das ist sehr spannend. Volker Schäffler, zusammenschreiben ohne Leertaste, dann nehme ich euch rüber in meine Gruppe. Denn nur mit Gruppe kann man kommunizieren. Und jetzt Wochenende sind ja wahrscheinlich wieder neue Ereignisse zu erwarten, neue Horrorzahlen, die natürlich alle nicht stimmen. 85% sind falsch, der Test. Aber die Tests sind sehr gefährlich, das wisst ihr auch. Informiert euch. Informiert euch bei Telegram, dann findet ihr alles. Bei mir findet ihr alles. Ich will das heute nicht zu lange machen, aber ich habe auch noch eine andere Nachricht, die
Ärzte sind ja überlastet, die Krankenhäuser sind überlastet. Wer krank ist oder wird, ich habe mich selbst geheilt von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ich habe das in einer Ausarbeitung beschrieben, wie ich das gemacht habe. Mit welchen Naturheilmitteln, mit welchen Naturschmerzmitteln, mit welcher Ansprache ich die Heilkräfte des Universums genutzt habe. Nach 2 Monaten war ich vollkommen gesund und vollkommen schmerzfrei. Ich kann nicht sagen, ihr könnt das von mir lernen. Ich darf euch weder beraten, noch darf ich euch etwas beibringen, wie ihr euch heilt. Ich kann nur sagen, wie ich das gemacht habe. Und dann könnt ihr mal überlegen, ob ihr eine Lösung für euch braucht. Schreibt mich an, Schaeffler-Folger@web.de. Es kommt dazu, dass mich ein Eingeweihter informiert hat und gesagt hat, er muss seine Schwingung erhöhen. Ich wusste gar nicht, was das ist, habe mich erstmal informiert. Bei den Russen vor allen Dingen, die sind da sehr viel weiter. Es gibt ja auch Schwingungsmaschinen, die heilen, weißt du das? Das haben wir auch. Wir machen damit alternative Heilung mit diesen Schwingungsmaschinen. Die heilen Menschen, die heilen sogar Krebs. Diese Maschinen gab es früher schon mal. Wurden alle zerschlagen. Ich glaube, 300.000 gab es davon. Die wurden alle zerstört. Ja. Weil man mit gesunden Leuten nichts zu tun haben will. Die brauchen Kranke. Ja. Okay. Und diese Schwingungsausarbeitung, die ich gemacht habe, ich habe es dann probiert an mir. Was ist denn das? Habe ich probiert an mir und dann wurde ich getestet. Und kam auf 20.000 Phobis-Einheiten. Normal sind 6.500 bis 8.000. Und das ist so, es wird gesagt, ich kann euch das jetzt im Detail nicht alles erklären, es wird gesagt, dass die dunkle Seite, die schwarze Seite, wer das auch immer ist, ich kann das hier nicht nennen, da sperren die mich. Die können die dritte Ebene nicht verlassen, die dritte Dimension. Wenn wir uns unsere Schwingung erhöhen, dann können wir aus dieser dritten raus in die vierte und fünfte. Und dann können die Dunklen uns nichts mehr anhaben. Und es kann so sein, dass die mit den niedrigen Schwingungen alle beseitigt werden, so wie die Dinosaurier damals. Weg waren sie. Und so wie Arche Noah damals hat Gott zu Noah gesagt, macht eine Arche und nimmt die mit überleben wollen. Und die anderen haben gelacht, so lange bis es regnete. Und dann haben sie nicht mehr gelacht, sind die abgeblubbert. Ich kann euch sagen, es wird eine neue Arche entstehen und ihr könnt mit, die niedrige Schwingung haben, die werden verschwinden. Kann ich euch versprechen, weil ich das weiß. Ihr müsst das nicht glauben. Ihr könnt lachen. Ihr könnt euch lustig machen. Ich werde durchkommen. Ob ihr durchkommt, weiß ich nicht. Ich habe ganz genau erklärt in dieser Ausarbeitung, wie man das macht, dass man seine Schwingung erhöht. Könnt ihr bei mir bekommen, Schaeffler-Folger@web.de. Ihr könnt es aber auch lassen. Wartet doch ab, bis man euch holt. Wartet doch ab, bis die Regale leer sind. Und es nützt gar nicht zu hamstern jetzt, ja, weil der Lockdown dauert 3 bis 6 Monate. Aber ich kann euch 3 bis 6 Monate.